Servus, ich bin der Samuel. Ich komme aus der Nähe von Augsburg, aus Bayern. Ich bin Francis Schauber. Ich komme aus Paraguay. Also servus, ich bin der Dominik und ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Österreich. Ich Porsche und servus. Ich bin der Damian, 20, aus München. Für mich war damals, als ich 6 Jahre alt war, oder 7, da war ich auf einem Netcamp und da war auch so ein Coworker, der hieß damals Willi und der war aus Frankreich. Und das war für mich so ein Coworker, das war ein richtiges Vorbild. Oder? Und als ich in Paraguay war, war in meinem Kopf fast jede Nacht die Lösung von Jeremia. Und ich konnte nicht schlafen. Für mich war das eine Nachricht von Gott, wie du musst nach Deutschland fliegen und ich brauche dich. Was mir so extrem geholfen hat, war einfach die Gemeinschaft von den ganzen Coworkern hier. Wir sind jetzt 9 Coworker hier, also hier jetzt gewesen im Vorbereitungskurs, haben zusammen richtig viele coole Aktionen gemacht, haben vor allem richtig viel Sport gemacht. Stopp, Schoko! 11! 7 Sekunden! Nochmal eine Minute ist wieder. Und ich erzähle ein bisschen was über unsere Rallye in München. Wir waren dort als Sträflinge unterwegs und sind durch die ganze Innenstadt gelaufen und hatten verschiedene Challenges. Und ja, unser Ziel war es zum einen, so ein bisschen die Menschenfurcht zu verlieren und auf die Leute zuzugehen und über sich auch ein bisschen hinauszuwachsen. Skandal 165. Also ich denke, ich bin ohne große Erwartungen in den Coworker-Kurs reingegangen. Natürlich habe ich mich gefreut, darauf ein bisschen praktische Vorbereitungen zu bekommen. Vor allem, wenn es darum geht, zu wissen, was meine Aufgaben sein werden und wie ich die vor allem mit der Erfahrung von den letzten Coworkern gut meistern kann und wie sich das entwickeln kann. Ich kenne Remo Christi seit 4 Wochen. Und Remo Christi hat mir viel geholfen. So, in meiner Berufung. Darüber hinaus habe ich mich halt sehr gefreut, neue Leute kennenzulernen, die aus derselben Motivation im Coworker-Kurs sind wie ich. Also wirklich, die das nächste Jahr dort abgeben wollen. Wenn du auch überlegst, Coworker zu werden, dann nutzt diese Chance nach der Matura, Abitur oder Ausbildung und mach dieses Jahr für Christus. Ich habe alle zurückgelassen und hier habe ich das Leben gefunden. Jetzt fühle ich mich sicher und ich fühle mich frei. Und ich sage zu dir, Gott braucht auch dich.